Und damit ganz herzlich willkommen zu Farm Together und zu dem Format Was ist denn das? In diesem Format stelle ich euch immer wieder ein neues Spiel vor. In diesem Fall heute Farm Together. Ein sehr, sehr geiles Spiel, muss ich schon sagen. Und ja, in diesem Format kann es maximal 1 bis 2 Videos geben. Und am Ende könnt ihr aber trotzdem abstimmen, ob es ein Let's Play werden soll oder auch nicht. Das entscheidet ihr. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf, euch das mal zu präsentieren, weil ich weiß, einige von euch spielen ja Landwirtschaftssimulator. Und ja, das ist ähnlich, nur ein bisschen, naja, ein bisschen verspielter, muss ich mal dazu sagen. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe jetzt schon mindestens 19 Spielstunden reingesteckt. Aber ich will nicht so lange datteln, ich will euch ein bisschen was erzählen. Ihr seht das oben, Level 13. Ja, ich habe schon ein bisschen gezockt. Ja, 19 Stunden ist nicht gerade wenig. Auf jeden Fall habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich euren eigenen Charakter anpassen. Ihr könnt Haustiere haben, etc. Hier seht ihr das, ihr könnt einige Gesichter machen, ihr könnt Brillen aufsetzen, ihr könnt Rucksäcke aufsetzen. Ja, das bin ich jetzt, ne, mit coolen Augen. Ja gut, die Haarfarbe passt jetzt nicht ganz so. Ein Headset gab es leider auch nicht. Aber naja, so ist das halt, ne. Und hier habt ihr natürlich auch Gäste, die aussehen sollen, ne. Und ihr könnt auch Traktoren wählen, wie die aussehen sollen. Natürlich müsst ihr die auch freischalten, indem ihr natürlich genau viel XP sammelt, ne, wie ich hier mit 13. Ich konnte mir schon ein paar freischalten und ja, mein kleiner Traktor, mit einem Smiley. Ja, und natürlich gibt es auch Haustiere, es gibt Hunden, Katzen. Ach, guck mal hier, der Anton. Ah ne, ist der Leo, Entschuldigung, das ist der Leo, der Schwarze. Ja, den nehmen wir doch gleich. Zack, so haben wir auch ein Haustier, das immer mit euch über die Karte läuft. Ja, und ihr könnt natürlich auch Farmhelfer einstellen. Na, das müsst ihr bei euch erst alles erspielen. Und ihr könnt entscheiden, wie die aussehen sollen. Bei Farm Together könnt ihr alleine spielen oder mit anderen zusammen. Das ist euch voll überlassen. Ich werde natürlich eine Farm erstellen, wo ihr auch drauf zugreifen könnt und natürlich mitzocken könnt, ganz klar. Und ja, wenn ihr hier auf Suchen geht, gibt es sehr, sehr viele Farmen und wir werden natürlich eine eigene Farm erstellen. Ich habe jetzt neu für euch angefangen, dass ihr wisst, wie es ungefähr startet. So erstellt man das hier. Ja, ihr habt mehrere Gebiete. Wir fangen im ganz normalen Standardgebiet an. Das reicht uns völlig zu. Und wie nehmen wir die Farm? Natürlich Farm der Mighty Max. So. Da könnt ihr jederzeit drauf zugreifen, ne? Ich will die Regeln so anpassen, dass es auch passt. So, dann macht ihr den Restklick drauf und dann kann ich zum Beispiel hier einstellen, Sichtbarkeit öffentlich. Das heißt, ihr könnt jederzeit auch drauf joinen. Ihr könnt nur ernten erstmal, bis wir das dann irgendwann so weit haben, dass ihr auch andere Sachen dürft. Ne? Das muss man dann erstmal sehen. Auf jeden Fall starten wir jetzt das Spiel. Los geht's. So, da sind wir auf unserer kleinen Farm und wie ihr seht, die ist wirklich klein, aber ihr seht die ganzen Steingrenzen drumherum, die könnt ihr alle noch ausbauen. Das ist richtig geil, ne? Ihr müsst dazu diesen Pointer gehen, wenn ihr zum Beispiel gewisse Quests abgeschlossen habt, dann kriegt ihr dort oben rechts Sterne und mit diesen Sternen könnt ihr dann dieses Gebiet freischalten, ne? Quests kriegt ihr regelmäßig, hier seht ihr zum Beispiel und ihr könnt ihr euch auch anpinnen lassen. Hier zum Beispiel müssen wir jetzt Salat pflanzen oder abernten und Erdnüsse abernten, ne? Dann pinnen wir das mal an. So, und dann steht das oben rechts und da wissen wir genau, was wir machen müssen. Ja, ihr müsst natürlich farmen, pflanzen und natürlich gießen, ne? Das ist so die Hauptaufgabe. Natürlich mit anderen Sachen, es gibt auch Tiere. Also ihr könnt einen Haufen Zeug machen, ihr glaubt es nicht. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ihr müsst ein bisschen reinkommen. Ihr habt verschiedene Kameraeinstellungen und es ist wirklich sehr, sehr schön. Das muss man mal dazu sagen. Es ist wirklich sehr, sehr niedlich gemacht, mit sehr viel Liebe. Und ja, beim Hund wusste ich, dass er hinterherläuft, bei der Katze nicht, aber der Leo kommt hinterhergewackelt. Das finde ich schon mal geil. Das finde ich richtig geil. Ja, und wir haben auch verschiedene Jahreszeiten. Wir haben den Frühling, Sommer, Herbst und Winter. In gewissen Jahreszeiten kann man nur bestimmte Sachen anpflanzen. Man kann das hier mal kurz zeigen. Hier unten rechts sieht man Anbau im Frühling, im Herbst und im Winter. Hier steht zum Beispiel, alle 4 Jahreszeiten kann man es anbauen und die Jahreszeiten gehen immer 15 Minuten.
Und wie ihr seht, wird es langsam dunkel. Deswegen werden wir mal gleich mal hier die Mohrrüben ernten. Zack. Und zack. Und dafür kriegt ihr XP und dafür kriegt ihr Gold. Und mit diesem Gold müsst ihr neue Saat einpflanzen und neue Felder bestellen. Ja, ich hatte das schon mal sehr, sehr groß. Ich hatte schon mehrere Dinger freigeschaltet, aber extra für euch habe ich halt neu angefangen. Weil es macht einfach auch Spaß, das muss man mal dazu sagen. An dem Brunnen könnt ihr regelmäßig Geld einsammeln, falls ihr gerade mal bankrott seid. Das kann auch passieren, falls ihr zu viel ausgegeben habt. Aber das ist kein Problem. Ja, ich werde euch wieder was im Spiel sagen. Auf jeden Fall wird es gleich die Jahreszeit wechseln. Und wir sehen uns gleich wieder. Und derzeit ernte ich mal ein bisschen fürs Gemüse, ne? Bevor wir jetzt zum Jahreszeitwechsel kommen, wollte ich euch noch zeigen, dass man natürlich auch diese Sachen umpflanzen kann oder umtopfen kann. Wie man dazu sagt, ist auch relativ egal. Auf jeden Fall, zack, geht voll easy. Ne, ihr müsst das nie abreißen oder sowas, sondern ihr könnt das jederzeit neu pflanzen. Und das ist das Schöne in diesem Spiel. Du hast hier volle Freiheit. Ja, und wir machen jetzt erstmal hier ein paar Felder, ne? Zack. Kostet uns leider 10, aber wir kriegen natürlich auch Erfahrungspunkte. Das wollte ich gerade nicht, aber ist egal. Ne, ihr müsst natürlich aufpassen, wo ihr mit dem Cursor hinzeigt, ne? In diesem Fall ist es natürlich sehr auch ein bisschen tricky, weil ihr habt ja kein Fadenkreuz oder sowas, sondern ihr habt ja bloß den Charakter. Aber ihr habt natürlich immer die Fläche, wo ihr gerade hinguckt. Ja, wir machen jetzt erstmal dieses Feld hier fertig und dann tun wir das Ganze mal bepflanzen. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, bis die Jahreszeit wechselt. Und dann geht's schon wieder kräftig los. Ja, warum habe ich noch keinen Traktor? Ganz einfach, wir haben noch keinen Treibstoff. Ne? Wir brauchen noch Treibstoff, das seht ihr oben links, rechts neben meinem Namen. Wenn diese Anzeige voll ist, dann können wir unseren Traktor benutzen. Und da müssen wir erstmal Treibstoff herstellen. Also wir brauchen eine Tankstelle, wo dann Treibstoff rauskommt. Aber das da kommen wir noch zu. So, gleich ist es soweit. Da ist der Jahreswechsel. Jahreszeitenwechsel. Ja, ist schön eigentlich. Also, ich bin gerade dabei, erstmal die Bäume umzupflanzen. Und jetzt wird es auch wieder hell. Sieht sehr, sehr geil aus. Ach, schön. Und wir können jetzt endlich unsere Apfelbäume schon abernten. Dann kriegen wir ordentlich viele Erfahrungsbäume. Und das Tolle ist, umso öfter ihr das Zeug aberntet, genauso wie bei den Feldern, steigert sich das Level des jeweiligen Obst oder Gemüses und dadurch kostet es dann noch mehr. Also wie kommt mehr Gold daraus? Das ist so klasse gemacht, ne? Also nicht ihr levelt bloß, sondern auch euer ganzes Inventar, also eure ganzen Pflanzen, euer ganzes Gemüse levelt. Ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Ja, hier zum Beispiel habt ihr Level 1 stehen und hier habt ihr auch Level 1 stehen. Wenn dieser Ball, also wenn dieser Stand voll ist, seid ihr Level 2. Und damit kommt ihr nach bestimmten Abständen mehr Geld für die Ernte. Das ist eigentlich nicht schlecht gemacht. Finde ich sehr, sehr klasse. Also ich war schon mal bei Salat bei Level 40 oder so. Dann hat das der Ertrag nicht 30 gebracht, so wie es hier steht, sondern 50. Ist nicht schlecht, ne? Also das macht auf jeden Fall Spaß. So, ich bin jetzt dabei, erstmal dieses Feld zu bewirtschaften. Und ja, ich will euch ja was zeigen. Deswegen schneide ich das ein bisschen zusammen, ne? Ganz klar. Natürlich ist das alles hier mit Handarbeit versehen, ne? Also ihr seht das, man muss hier alles mit der Hacke machen. Wenn ihr natürlich irgendwann den Traktor spielen könnt, weil ihr genug Treibstoff habt, dann wird es natürlich etwas interessanter, weil dann geht es deutlich schneller. Aber bis wir da hinkommen, dauert es natürlich eine Weile. Aber das ist ja nicht so schlimm. Die Spiele sollen ja Spaß machen und es soll ein bisschen auch zeitintensiv sein, sonst wäre es ja langweilig, ne? Ganz klar. So, ich habe jetzt fast eine ganze Jahreszeit gebraucht, nur um das ganze Feld zu beackern und das Ganze hier ein bisschen wirtschaftlicher zu machen. Da hinten habe ich jetzt meine Zitronenplantage, da habe ich meine Apfelplantage und hier wird dann unser Feld hinkommen. Hier wird noch eine Straße hingehen. Warum eine Straße? Weil auf Straßen bewegt ihr euch deutlich schneller als wie so ein Acker. Ganz klar. Ganz wichtig, immer wieder mal den Brunnen abkrabbeln. In diesem Falle, zack. So, direkt immer wieder mal 25 Gold. Ihr könnt natürlich alles mit Brunnen vorstellen, das geht auch, aber es lohnt sich nicht. Nee, lieber was hinpflanzen und gießen. Ganz, ganz wichtig. Gießen braucht ihr. Warum? Ich kann euch das mal kurz zeigen, warum gießen. Ja, wir pflanzen jetzt mal was und zwar pflanzen wir doch mal einfach mal Erdnüsse. Wir müssen ja 20 Erdnüsse machen, ne? 1 und 2. Einfach nur so erstmal als Test. So, und dann habt ihr jetzt unten 29 Minuten stehen. Ja, Echtzeit. Und wenn ihr aber gießt, geht das schneller. Ne, das hat bloß mal 26 Minuten und die Zeit läuft schneller runter. Ganz klar. Deswegen immer ganz, ganz wichtig, gießen. Und oben rechts habt ihr jetzt Diamanten stehen. Ja, wie kommt denn die Diamanten? Weil Diamanten braucht ihr natürlich auch zum Freischalten von Sachen. Wie zum Beispiel Toilette, wenn ihr mal trinken müsst, ne, oder so. Nee, Spaß. Katzenklo gibt es leider nicht. Aber ihr braucht natürlich gewisse Gegenstände. Wie den Brunnen könnt ihr mit Diamanten freischalten und hier der Gemüsestand. Da verkauft ihr eure Fruchtarten. Wie die zum Beispiel hier unten. Ich kann euch mal gucken. Na, lass mich doch mal. So. Diese Fruchtarten bekommt ihr, indem ihr gewisse Gemüsesorten aberntet. Und da müsst ihr die dann verkaufen. Und dadurch kriegt ihr Diamanten. Und dann könnt ihr andere Sachen freischalten. Wenn ihr sie dann freigeschaltet habt mit eurem Level. Ganz einfach. Ne? Das Level müssen wir erstmal freikriegen. Aber das ist nicht so wild. Das spielt man einfach. Das, man zockt und zockt und zockt. Und irgendwann hat man das Level durch. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal 20 Erdnüsse pflanzen.
weil wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die kann man nicht immer pflanzen. Ne? Wir haben hier Erdnüsse, die kann man nur im Sommer oder im Winter pflanzen. Ja, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil 17 Minuten, ich habe mich vor uns vertan, mit 15 Minuten, 17 Minuten geht eine Jahreszeit, deswegen hopp, 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 schnell, schnell, schnell. Das Gießen ist erstmal nicht so wichtig am Anfang, erstmal wichtig pflanzen, ne? Dass ihr eure Quest vollbringt. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie viel ihr jetzt gepflanzt habt und wie viel ihr noch braucht, dann drückt ihr einfach Escape, geht auf die Quest und da steht hier dann 17 schon gepflanzt. Also diese Klammern heißt gepflanzt und hier so viel braucht ihr. Also müssen wir noch 3 hinsetzen. Ja. 1, 2 und 3. Somit haben wir 20 Erdnüsse, so wenn wir die ernten, haben wir es zusammen. So, jetzt müssen wir unseren Salat machen. Oh Gott, Salat! Dafür brauchen wir 20. Ja, also... Nee, 40. Also das Doppelte, was wir gerade eben gesetzt haben. Ja. Es hat was mit Arbeit zu tun, dieses Spiel. Aber einige Spieler von euch Landwirtschaftssimulator. Und auch da müsst ihr natürlich Zeit und Arbeit reinstecken. Nur finde ich das hier ein bisschen witziger. Und ja. Aber ich habe auch richtig Bock auf Landwirtschaftssimulator wieder. Ich habe, wie gesagt, Landwirtschaftssimulator 2015 gespielt. Und ich fand das Spiel richtig Hammer. Also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Reihe müssen wir jetzt noch voll machen, dann haben wir unseren 40 Salat. Was ist denn los, Leo? Hast du Hunger? Kriegst dann gleich was. Ein Ding. Schade, dass man nicht noch 2 Katzen machen kann. Wir würden Anton und Leo mitnehmen. Ach, die Beten sind so knuffig. Wisst gar nicht, wie knuffig die Katzen sind. Wenn die immer sich eingeschmuschelt sind und schlafen, oder wenn sie sich streiten, das sieht auch manchmal lustig aus, ja. Ja, Leute, die Jahreszeit ist fast geschafft. Da können wir wieder Äpfel abernten und da hinten die Zitronen. Cool, dann kann ich euch das Level-System auch mal zeigen. Ja, wir gucken nochmal, ob wir genug Sachen gepflanzt haben. 20, 40, passt, alles safe. So. So, bevor die Jahreszeit jetzt rum ist, werde ich noch schnell einen Gemüsestand bauen. Weil den brauchen wir demnächst. Oh, der kostet 1000. So viel hab ich gar nicht mehr. Naja, ist so schlimm. Der Ernte einfach was. Oh, es regnet. Und das ist natürlich ein sehr, sehr geiler Bonus. Warum? Ihr müsst nicht gießen. Das ist richtig geil gemacht. Weil wenn es regnet, dann braucht ihr nicht gießen. Das ist total cool. Weil... Umso schneller geht es natürlich, ne? Da werden die Pflanzen sozusagen, oder besser die Setzlinge, oder das Gemüse, oder das Obst, wie egal was, geboostet. Und hier, jetzt haben wir den ersten Levelaufstieg der Zitronen. Und dadurch bekommen wir, wenn wir ein gewisses Level erreicht haben, auch mehr Geld für die Ernten von Zitronen. So, jetzt rennen wir mal schnell zurück zu den Äpfeln. Zu den Äpfeln. Die müssen wir nur abkrabbeln. Und da haben wir schon Level gemacht, aber das habe ich euch noch nicht gezeigt, deswegen machen wir es jetzt. So, ihr seht da unten einen Stern mit der 2. Und gleich ist er voll. Blipp. Und schon mal Level Stufe 3. Coole Sache, oder? Also ich weiß nicht, wie hoch man leveln kann. Also soweit habe ich es ja nicht gespielt. Ich habe erst 90 Stunden. Aber, oh, jetzt habt ihr es gerade gesehen. Voll. Das heißt, wir brauchen einen Stand. Und zwar einen Obststand. Und den Obststand bekommen wir nur, wenn wir oben rechts das Level aufleveln. Also müssen wir noch ein bisschen was tun hier. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne erstmal das Gemüse machen. Also den Gemüsestand haben. Aber das geht erst, wenn wir das hier abernten können. Hier, das dauert noch 3 Minuten. Ja, dann halten wir mal schnell die 3 Minuten durch, ne? Aber ist cool. Schön gemacht mit dem Regen. Was? Ah, schön. Der guckt ein bisschen komisch, ne? Das bin ich. Ach, der Leo. Na, Leo? So, in der Zeit, wo wir noch warten müssen, erkläre ich euch nochmal schnell das Bauprinzip. Das ist das Bauprinzip, also in dem ihr Bier pflanzen könnt. Also ihr habt das ganze Gemüsesorten hier und das sind nicht gerade wenig. Also ihr braucht natürlich ein gewisses Level für manche Gemüsesorten, wie zum Beispiel hier. Kann ich nicht anpflanzen, fehlt mir einfach die XP. Die braucht ihr hier oben rechts. Umso mehr ihr erntet, umso mehr ihr pflanzt, umso mehr XP bekommt ihr, ganz klar. Ihr habt einen Haufen Bäume, wo ihr Sachen abernten könnt. Ihr habt die Tiere, ja, Hühnchen, ihr habt Enten, Schweine, Kühe, Ziegen, Pferde, was nicht alles. Fischer gibt's auch cool gemacht, haben sie mit reingebracht, das finde ich sehr, sehr klasse. Blumen habt ihr, glücklicherweise müsst ihr die nicht mehr setzen, sondern die müsst ihr dann einfach bloß noch abernten, sobald ihr sie gebaut habt, oder gesetzt habt, oder wieder was geackert habt, oder egal, ihr wisst, was ich meine. Und dann habt ihr natürlich die Gebäudearten, die euch einen gewissen Bonus geben und natürlich gewisse Vorteile. Geschenke gibt es auch, ja, das ist jetzt unnötig. Zäune könnt ihr machen, um das Ganze so ein bisschen zu verschönern. Dafür braucht ihr natürlich auch Diamanten. Und natürlich die Straßen. Die Straßen, wie gesagt, sind wichtig dafür, dass ihr euch schneller über die Karte bewegt. Ne? Wenn ihr natürlich irgendwann
das ganze Spielfeld, oder das alles hier freigeschaltet habt, dann solltet ihr natürlich Straßen haben, sonst dauert es wirklich lange. Natürlich habt ihr da hinten, einige fragen sich bestimmt immer noch, was ist denn das? Ich kenne das nie. Ja, das ist die Bushaltestelle. Wenn ihr natürlich ein großes Gebiet aufgedeckt habt oder freigeschaltet habt, dann könnt ihr hier einfach drauf gehen und dann einfach dahin porten. Ne? Also wir sind jetzt hier und das hier alles könnt ihr noch freispielen. Aber das dauert natürlich. Ihr braucht natürlich das gewisse Level dafür. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt ernten können. Das wäre toll. Das wäre richtig toll. Weil 3 Minuten sollten eigentlich rum sein. Ne? Ich habe jetzt hier wieder viel gequasselt. Noch 22 Sekunden. Okay, 22 Sekunden. Den Brunnen habe ich euch ja schon erklärt. Den solltet ihr alle 2 Minuten auf jeden Fall abfarmen am Anfang. Und ja, die Apfelbäume tue ich jetzt nicht abernten. Aus ganz einfachem Grund, weil, ja, sind so unten 20 von 20 voll. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Umstand, um die Scheiße zu verkaufen. So, und jetzt sieht das so schön dolle aus. Jetzt können wir unsere ganzen Salat abernten. Geile Sache. Das dauert natürlich nur wieder ein paar Minuten. Ist ganz klar. Am Anfang. Wenn ihr einen Traktor habt, geht das alles viel, viel schneller. Ihr werdet das sehen. Oder wenn ihr einen Erntehelfer habt, geht das viel, viel schneller. Aber da müsst ihr erstmal hinkommen. Ne? Erstmal müsst ihr euch was erwirtschaften, bevor ihr was machen könnt. So, jetzt haben wir na, leider auch die Frucht voll. Deswegen brauchen wir jetzt. Na, wer weiß es noch? Wer hat es nicht vergessen? Genau, wir brauchen den Gemüsestand. Da ist er. Der kostet uns 1000. Alter Schwede, ist doch teuer. Teuer. Ich will das gleich so bauen, dass ich da auch perfekt hinkomme. Weil ich will hier noch eine Straße vorbeiziehen. So, ja. Und jetzt gehe ich hier drauf und verkaufe unser erstes Gemüse. Und da waren die ersten 5 Diamanten und schon sind wir bei 15. Und jetzt können wir auch weiter glücklicherweise ernten. Zack. Ja, und jeder Gemüsestand, der hier hinbaut, umso mehr Lagerkapazität habt ihr. Ja, ich kann euch das mal zeigen. Ne? Wir waren vorher bei 40, sehen wir jetzt bei 60. Und wenn ihr jetzt einen Obststand baut, dann erhöht sich das Lager auch nochmal. Also es greift alles schön ineinander, ist sehr, sehr flüssig. Es gibt kaum Bugs. Also ich habe in den 90 Stunden, wo ich gespielt habe, noch keinen einzigen Bug entdeckt. Sehr, sehr glücklicherweise sogar. Es macht sehr viel Spaß, also ein sehr, sehr ausgereiftes Spiel. Und es gibt sehr, sehr viele Events. Ja, zum letzten Halloween-Event gab es ein schönes Event, wo man Kürbisse pflanzen musste. Und daraus wurden dann, war das Todeskürbisse oder so ähnlich? Ja, wie gesagt, so intensiv habe ich mich damit auch noch nicht beschäftigt. Aber das, was ich euch jetzt zeigen kann und das, was ich schon gespielt habe, es macht sehr viel Spaß. Definitiv. Könnt ihr euch bei Steam holen, falls ihr Interesse habt. Auf jeden Fall machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Wir müssen jetzt erstmal den ganzen Klacheratsch hier abernten. So, Levelaufstieg, yeah! Wir sind Level 2. Und damit können wir natürlich andere Sachen jetzt auch machen. Ja, da haben wir jetzt zum Beispiel den Obststand. Und für den Obststand brauchen wir natürlich Diamanten. Aber das ist kein Problem. Die haben wir ja glücklicherweise. Und wo machen wir jetzt den Obststand hin? Hier wollten wir ja die Straße hin machen, ne? Ich hab noch nicht so einen schönen Plan. Stell den mal hier hin. So, ihr könnt das theoretisch ganz hoch drehen, ne? Ist das nicht? Also ihr könnt mit Z und sowas könnt ihr alles drehen. Zack, 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 zack. Ne? Wie ihr es gerne hinstellen möchtet. Ihr könnt das natürlich auch jederzeit umziehen lassen. Also, wenn ihr was ausgewählt habt, ne? Nicht den Fehler machen wie ich immer, sondern einfach rechtsklickt, dann ist es weg. Ne? Ist relativ easy. So, jetzt verkaufen wir erstmal unser Obst. Zack, da gibt es wieder ein paar Diamanten. Dann können wir auch jetzt die restlichen Bäume abernten. Sehr schön. Klack. Gehen wir da wieder Löffelaufstieg? Nee, das wird nichts. Also wir werden auf jeden Fall noch einige Äpfelbäume hier pflanzen. Definitiv, weil die braucht man nicht mehr zu setzen. Die braucht man bloß noch abernten. Und beim gewissen Level, ne, dann lohnt sich das auf jeden Fall. So, wie sieht es mit dem Gemüse aus? Beim Salat muss man noch ein bisschen was tun, bevor wir da ein höheres Level bekommen. Aber wir sind schon Level 3, ne, mit dem Gemüse. Ja, ab Level 10, dann lohnt sich das richtig. Aber umso mehr ihr pflanzt, umso höheres Level bekommt ihr. Also umso mehr ihr das Zeug erntet. So rum. Tisch. Scheiße. So, wie ihr seht, den Salat haben wir voll. Ne? Jetzt müssen wir bloß noch die Erdnüsse ernten. In der Zeit werden wir mal hier ein bisschen ackern. Und können dann gleichzeitig. Wir können erstmal das Gemüse verkaufen, das muss man nicht vergessen. Zack. Also die Früchte. Zack, da gibt es wieder 5 Diamanten. Sehr schön. Ah, jetzt müssen wir wieder die ganze Zeit ernten. Ackern. Naja, ist halt so, ne? Das gehört dazu. Aber wir können rein theoretisch überlegen, was wir als nächstes Platz. Wo ist denn los, Leo? Was hast du denn? Mensch. Kannst du auch eine Harke in der Hand nehmen und loslegen hier? Also eine Pfote. Was? Aber was wir rein theoretisch machen können, ein bisschen Gold haben wir ja. Wir könnten rein theoretisch noch ein paar neue Apfelbäume setzen, ne? Die kosten 200. Ja, das ist halt so, ne? Also, man muss erstmal investieren, bevor man was verdienen kann. Das ist nun mal so. Es ist überall so. So. Was haben wir jetzt noch? Naja, wir machen mal. Machen wir mal noch zwei. So. Oh, schöne Apfelplantage. Ne? Irgendwann bauen wir noch eine Straße vorbei. So da lang.
Da hinten hatte ich letztens, wo ich damals gespielt habe, habe ich da hinten so die Tierfarm hingemacht. Da hatte ich die Zitronenplantage. Hier hinten hatte ich die ganze Farm. Hier in der Mitte war so ein bisschen ja, Baumhaus und die Scheune. Die Scheune kommen noch dazu. Die Scheune ist hier. Die können wir noch nicht, also brauchen wir erst Level 4. Das dauert noch ein paar Minuten. Hier brauchen wir diese zwei Tickets. Diese Tickets bekommt ihr nur durch Quests. Ganz klar. Ich kann das jetzt mal zeigen. Hier, für die Quest kriegt man jetzt zum Beispiel Belohnung, 10 XP und ein Ticket. Und dieses Ticket müssen wir sammeln. Wenn wir wieder ein Ticket haben, dann können wir dann die Gastankstelle bauen. Und mit dieser Gastankstelle, einfach mit der Tankstelle, hier ist er, die Tankstelle, oder Zapfsäule, damit können wir dann endlich den Traktor spielen. Und mit dem Traktor können wir deutlich schneller ernten, gießen oder in dem Falle aussehen. Und das ist eigentlich ganz geil gemacht, ne? Und natürlich könnt ihr dann irgendwann Farmhelfer einstellen. Dafür müsst ihr aber auch ein gewisses Level erreichen. Und natürlich gewisse Tickets sammeln. Ne? Das ist alles, also es greift alles sehr schön ineinander. Also es ist nicht langweilig oder so. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist darauf achten, was ihr pflanzt. Ne? Wenn ihr jetzt gerade anfangt und wollt ein bisschen spielen, jetzt so 2-3 Stunden hintereinander, dann solltet ihr überlegen, was ihr pflanzt. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel hier Weintrauben setzt oder pflanzt und die dauern 6 Stunden, ja, das ist ein bisschen hart. Naja, also ich empfehle euch, wenn ihr ins Bett geht oder wenn ihr abends Schluss macht, die zu setzen. Und wenn ihr früh dann aufsteht oder wenn ihr dann wieder spielt, dann sind die meistens so fertig, wisst ihr? Das ist das Spielprinzip, ne? Ihr 3 Stunden, 1 Tag. Also manche Sachen dauern wirklich sehr, sehr lange, aber ist auch nicht so schlimm. Warum? Wenn ihr nämlich nur mit anderen zusammen spielt oder die Farm öffentlich ist, dann kann dort jeder drauf joinen. Und wenn die fertig sind und ihr seid gerade noch auf Arbeit oder in der Schule und kommt nicht dazu, kann natürlich euer Kumpel oder der auf dem Server gerade ist und spielt, natürlich das Ganze abernten. Ihr könnt das natürlich auch einstellen, wie ihr das gerne machen möchtet. Ob er ernten darf, ob er gießen darf, ob er versetzen darf, ob er bauen darf, das dürft ihr alles einstellen. Das ist euch vollkommen überlassen. Wie gesagt, ihr könnt ja jederzeit auf diesen Server drauf, der ist ja öffentlich für euch zugänglich. Und könnt natürlich in der Zeit, wo ich nicht da bin, natürlich ernten und setzen und machen und tun. Ich glaube, nur gießen und ernten geht, ne? Ja, ich glaube, so war's. Ernten und gießen geht, glaube ich. Aber das ist nicht so wild. Das sehe ich ja dann, wenn ich wiederkomme und plötzlich oben das Geld auf 20.000, so, dann weiß ich, dass ich was gemacht habe. Da bedanke ich mich schon mal voraus dafür. Auf jeden Fall werde ich die Farm weiter behalten. Ihr könnt euch natürlich auch entscheiden, ob wir daraus ein Let's Play machen. Aber erstmal ist es nur ein Was ist denn das, ne? Habe ich schon gesagt. Und ihr entscheidet am Ende. Was es wird. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, 14 Sekunden noch. Sehr schön. Ah, der Tag ist eh schon wieder rum. Wird schon wieder duster. In Dunkel. Natürlich könnt ihr das noch alles ausgleichen mit Lichtern. Ja, ich bin mal gespannt, wie weit wir hier kommen. Natürlich, das erste Video wird nur also eine Game-Vorstellung sein, wie ihr gerade seht. So, und jetzt können wir die Erdnüsse holen. Yeah! 20 Erdnüsse und dann kriegen wir die nächste Quest. Zack! So. So, noch 3. Noch 2. Und noch 1. So, da haben wir es fertig. Und die Quest ist so abgeschlossen. Sehr schön. Tropische Fische sollen wir machen. Was? Jetzt schon? Das ist ja, warte mal. Quest? Ihr könnt das natürlich auch verwerfen, wenn euch das so blöd ist, ne? Ganz klar, ihr könnt da was anderes kriegen. Ich habe gar keinen Platz für tropische Fische. Ich wüsste gar nicht. Also hier hinten wollte ich eigentlich die Tierform machen. Wo mach ich denn die jetzt hin am dümmsten? Ach so scheiße. Tropische Fische hasse ich wie die Pest. Dann machen wir sie. Nee, da kommt die. Also tropische Fische sind so eine Sorte, wo ich sage, nee, muss ich jetzt nie haben. Aber na gut. Das war falsch, sehr gut. Auch mir passieren noch Fehler. Wir müssen sie erst ja auswählen. Erstmal müssen wir es auswählen. Die kosten 200. Ist schon teuer, ne? Ist schon teuer. So, wir machen einfach mal ein 9er Feld. Oh, das geht ins Geld. Das geht richtig ins Geld. So, und dann dauert das 29 Minuten. Also, wir haben ein bisschen was zu tun. Also, es könnte doch ein bisschen dauern, bis wir unsere Tankstelle bekommen oder unsere Zapfsäule. Da wollte ich ja, ja, wir müssen natürlich die Quest trotzdem anpinnen, dass wir wissen, was wir machen müssen. Zack. Natürlich, umso höher ihr im Level kommt, umso mehr Quests könnt ihr gleichzeitig abschließen. Das geht natürlich auch. Aber am Anfang ist ein bisschen, ja, ein bisschen reinkommen in das Spiel, ein bisschen kennenlernen. Natürlich gibt es auch ein Tutorial.
Ihr habt natürlich die Möglichkeit, das Tutorial einzustellen und natürlich habt ihr noch die Möglichkeit, die Spielanleitung hier zu lesen, alles nachzulesen, was ihr braucht. Also es ist sehr, sehr einfach für euch gemacht, also für alle Leute, die das Spiel spielen, die nie wissen, wie sie reinkommen sollen. Hier steht alles dazu, könnt ihr euch durchlesen. Ich glaube, da gab es einen kleinen Fehler gerade. Das war so ein Bug, den ich vorher nicht entdeckt habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt plötzlich eine andere Quest. Und zwar müssen wir Apfelbäume abernten und Erdnüsse abernten. Glücklicherweise haben wir gerade Winter. Ja, die Jahreszeit hat gerade gewechselt. Und da würden wir dann wieder ein Ticket bekommen. Dann kommen wir zu unserer Zapfsäule, wo wir eigentlich hinwollen, um unseren Traktor zu bekommen. Ja, dann haben wir das Ding jetzt umsonst gebaut. Ja, yeah, ich freue mich. Ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall müssen wir jetzt weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt Erdnüsse setzen und Apfelbäume abpflanzen. Ihr wisst, was ich meine. So, wir haben 18 Apfelbäume, ne? Also werde ich nochmal 3 setzen. Wir haben ja ein bisschen Geld bekommen durch das Ernten von uns. Ja, und dadurch haben wir dann auch die 20 voll. Das heißt, wenn wir das nächste Mal so eine Quest bekommen, soll es deutlich einfacher sein, weil dann ist immer abernten die ganzen Apfelbäume. Und schon hat sich's erledigt. So, Diamanten abfarmen. Klang, klang. So, sehr schön. Ja, in der Zeit, wo das Ganze hier wächst und gedeiht, ne, gucken wir nochmal schnell hier rein, was wir da alles freigeschaltet haben. Ach, guck mal hier, den Fischstand haben wir jetzt freigeschaltet durch die neue Stufe 3. Ja, was ist denn los, Liebe? Was hast du denn? Du hast davon uns nicht gekriegt. wie gesagt, den Fischstand, den braucht ihr natürlich, um dann die Fische zu verkaufen, wenn ihr sie geangelt habt. Ne? Also, ihr habt hier noch einiges, um freizuschalten. Es ist sehr, sehr viel. Wie gesagt, könnt ihr sehr, sehr viel Zeit investieren. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und man kriegt es auch gar nicht mit, dass plötzlich 2-3 Stunden vergangen sind. Es ist wirklich so. Es ist wie bei Landwirtschaftssimulator. Ne? Ihr farmt ein Feld, ihr seht was aus, ihr ackert, ihr gießt, ihr düngt. Und am Ende merkt ihr, oh, es sind ja schon wieder 4 Stunden rum. Genauso ist das Spiel hier auch. Genauso. Und hier wollte ich also gerade mal zeigen, ne? Mit der Straße, was ich hier vorher am Anfang erklärt habe, ne? Hier laufen wir ganz normal, also ein bisschen langsamer. Wenn wir über die Straße laufen, also total geil. Also ich finde, das Spiel macht wirklich süchtig, muss ich schon sagen. Also wenn man mal drin ist und weiß, was man machen muss und was man vom Plan hat, dann geht das hier richtig ab. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. So, die letzten 5 Ernten und dann haben wir die Quest abgeschlossen und dann, ja, endlich die Tankesäule. Mal los, Leo. Ich bin ja gleich fertig. Gib da wieder Fressi. Mann, ey, die hat einen Hunger, die Katze. Ist ja übermol. So, abgeschlossen. Damit haben wir die 2 Tickets. Das bedeutet für uns, wir können die Tankstelle bauen. Yeah. Also die Tanksäule. Es gibt auch größere Tankstellen, wo ihr natürlich mehr Treibstoff rauskriegt. Aber am Anfang reicht die erstmal zu. So. Nee. So. Und jetzt können wir rein theoretisch Traktor fahren. Juhu! Geil, oder? Und mit dem Ding macht ihr 9 Felder. Also ich kann euch das mal kurz zeigen. Gerade in dem haben wir plus 3 gepflanzt. Oder 2 reingepflanzt. Aber wir können jetzt zum Beispiel gießen. Ne? Natürlich nur so lange, wie der Treibstoff drin ist. Dann verschwindet er einfach. Aber das ist deutlich einfach. Ihr werdet sehen, guck mal, ich zeige es euch mal hier. Da kann man es gut sehen. Ich pflanze jetzt zum Beispiel... was pflanzen wir jetzt rein? Pflanzen wir mal Zucchini. Seht ihr, 9 Felder. 9 Felder macht er mit einmal. Zack. Und gießen. Das ist voll einfach. Absolut geil. Jetzt, wo der Traktor da ist, könnt ihr richtig schnell ernten, sehen und bewässern. Also wir mindestens Stufe 4 haben, euch natürlich noch die Lager zu zeigen, weil ich will euch noch den Bonus zeigen, warum es so wichtig ist, natürlich andere Gebäude zu bauen. So, Traktor. Aber ihr solltet es vielleicht gleich schaffen. Kommen wir mal. Zumindest sehr, sehr gut aus. Ja, wir sind jetzt Stufe 4. Und damit kriegen wir natürlich extra Geld. Ne? Ihr seht, oben ist immer 7000. Das heißt, wir können wieder neue Sachen setzen. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu leveln. Und wo ich schon hinaus will, genau das Gebäude will ich. Warte mal. Ich muss erstmal aussteigen aus dem Traktor. So. Diese Farm will ich, ja? Warum erhöht die Lagerkapazität von 10 allen Waren um 10? Deswegen baue ich das Ding so gerne. So, 3 haben wir. Noch 1. Wie gesagt, ich habe das immer an alle 4 Ecken gemacht. Ich fand das eigentlich sehr effektiv, weil natürlich auch das Lager sich dadurch vergrößert. Und es sieht auch nicht doof aus. Oder so übertrieben aus. Diese Häuser sehen auch nicht irgendwie zugepumpt aus. Passen einfach dazu, ne? So. So, es ist wieder Sommer und ich habe gerade hinten die Zucchinis abgeerntet auf der rechten Seite. Und ja,
Wir haben damit einen Schwung 1300 Gold bekommen und jetzt können wir zu den Tieren übergehen. Was möchten wir denn mal bei Tieren machen? Also die Schweine sind sehr teuer, ne? Die bringen dann sowas wie Trüffel, Ertragpilze, Trüffel. Wir machen erstmal die Hühnchen daraus, bekommen wir Eier. Ja, und wir machen das im 9er Feldbereich. Warum? In der Mitte machen wir das erste, weil da kommt dann nämlich auch das Futter hin. Das lässt sich dann besser, sagen wir mal, abfahren, das Ganze, wenn ihr mit dem Traktor drüber fahrt. So. Ah, das reicht nicht ganz. Schade. Na gut, ist so schlimm. So, jetzt müssen wir hier drauf schütten. Das kostet euch natürlich immer wieder Gold zu füttern. Und dann ist es halt wichtig, dann irgendwann einen Farmhelfer zu haben, ne? Der dann immer wieder hier steht und immer nachschüttet, sodass die Tiere was zu fressen haben. Natürlich, wenn ihr zusammenspielt, also wenn natürlich mehrere Leute von euch auf so einem Server spielen, könnt ihr nämlich regelmäßig auch das auch für den anderen übernehmen, ne? Das heißt, es muss nicht die ganze Zeit jemand hier stundenlang hier rumstehen, sondern der andere kommt dann, der andere kommt dann, der andere lockt sich da mal ein und der andere lockt sich mal dort ein. Und schon ist das Ganze hier ein wunderschönes Wirtschaften. So muss es sein. Und ganz wichtig, immer schön die Zapfsäule abfahren. Ne? Ihr braucht Treibstoff übrigens. Ihr braucht, müsst das voll haben. Immer wieder. So, wie lange braucht ihr jetzt diese Kini noch? 2 Minuten. Mensch. Machen wir mal hinne. Oh, wir können gleich nochmal gießen. Sehr schön. Ach ja. Und Minute 3 bloß noch. Geil. Sehr geil. So, wir können Zucchini ernten. Schöne Sache. So, wie immer. Baum, 1300. Halbschlag. Geil. Bam. So macht Farben Spaß, oder? Natürlich levelt das Zeug auch, ganz klar. Jetzt sind wir schon bei Level 3. 151 statt 150. Bam. Ja, vielleicht kriegen wir ja noch einen Levelaufstieg. Eigentlich wird nicht ganz reichen. Das wird nicht ganz reichen. Aber 15 Minuten ist viel Zeit, ne? Wenn ihr noch 2 Magies zwischendurch, dann geht das noch schneller. Das hat aber 7 Minuten ungefähr. Und dann könnt ihr das ganze Ding abfahren. So, 8200 haben wir gerade gemacht. Halleluja. Ah ja, also Zucchini lohnt sich auf jeden Fall. So. Aber die könnt ihr auch nicht immer pflanzen, ne? Oder wie war das? Zucchini könnt ihr... Ne, das wollen sie nicht. Ach, hier unten sind sie. 15 Minuten. Die könnt ihr nur im Frühling und im Winter sehen. Gut. So, jetzt können wir aber unsere Hühnchen fertigstellen. Die neuen Felder. Können wir rein die schon Schweine machen? Ne, wir machen erstmal. Nee, wollte ich doch gar nicht. So. Abwählen könnt ihr einfach mit der rechten Maustaste, falls ich das noch nicht gesagt habe. Also, total easy. So. Und. So. Und wieder. Futter hinschütten. So, 160 kostet das. Und je größer natürlich die Felder werden, umso mehr Futter braucht ihr, ist ganz klar. Und wenn die dann irgendwann Eier, ne, die brauchen 29 Minuten, dann legen sie ein Ei. Und die Eier müsst ihr dann an einem gewissen Punkt wieder verkaufen. Das habt ihr dann hier. Ne, dann müsst ihr das Ding hier bauen. Stellt es dann mal daneben. So. Und hier könnt ihr dann die Eier auch verkaufen. Der Vorteil daran ist, wir haben ja 4 Farminghäuser. Das heißt, unser Lager erhöht sich immer um 10. Und wir haben 4 Stück davon, also um 40. 40 mehr Slotplätze für jede abgefarmte Sache oder für jede Frucht, die wir abfarmen. Ja, also. Wir haben eine Menge zu tun. Es ist. Wir können ganz viel machen in diesem Spiel. Also, und wir sind hier im ersten Feld. Ne, im ersten. Wir haben hier noch zig Felder nebendran. Da zum Beispiel wäre eine übelste geile Plantage für die Weintrauben. Das sieht bestimmt cool aus, wenn du so einen Weinberg hast. Passt. So, wir werden auf jeden Fall, bevor wir jetzt hier das Video beenden. Oder das Gameplay. Werde ich nochmal schnell sehen. Falls ja doch jemand das Spiel sich gleich holt, nachdem er das Video gesehen hat, dann kann er den hier gleich auf den Server und gleich ein bisschen abernten. Was setzen wir denn? Abugino? Macht 80? Ein Tag? Nee, das ist zu lange. 4 Stunden. Was haben wir denn? Aloe Vera. Machen wir mal Aloe Vera. So, Traktor. Ab geht er. Dim, 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 dim. Let's go! 150. Ah, das bleibt das Geld alle. Ja, fürs ganze Feld reicht es noch nicht, aber ist ja auch kein Problem. Also wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben jetzt so 3 Stunden gespielt. Ich habe ein bisschen Zeit gelassen dabei. Ich habe ja nie akut gearbeitet. Ja, Straßen müssen rein natürlich noch gesetzt werden, dass es alle durch schneller geht. Level 5 haben wir leider nicht ganz erreicht, aber das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall kann ich mich jetzt hier ausloggen. Sorge, ich spiele halt auch nochmal weiter. Es kann zufälligerweise random hier drauf kommen und weitermachen. Kann ernten, pflanzen, etc. pp. Das ist
euch überlassen. Wichtig ist bloß, am Ende, ihr müsst es richtig einstellen. Das erkläre ich euch jetzt. Wenn ihr jetzt offline geht, weil ihr mal an das Spiel zocken wollt oder weil ihr schlafen gehen müsst, dann ganz wichtig, müsst ihr den Server richtig einstellen. In diesem Fall geht ihr auf meine Farm. In diesem Fall Farm der Mighty Mikes. Macht einen Rechtsklick drauf. Ein Rechtsklick, ganz wichtig, sonst joint ihr automatisch dem Server. Und stellt natürlich alles richtig ein. In diesem Fall Sichtbarkeit öffentlich, müsst ihr einstellen. Und dann Zugriffsrechte für Freunde oder Gäste nur ernten. Das heißt, ihr könnt gießen, ihr könnt ernten und Tiere füttern. Das war's. Mehr könnt ihr nicht machen, aber die Farm läuft weiter. Und das ist der wichtige Punkt. So könnt ihr mit Freunden zusammen die ganze Zeit zocken. Wenn ihr natürlich jemanden habt, den ihr ganz besonders vertraut, dann könnt ihr natürlich die Rechte hier ändern. Ihr seht das. Quest Pflanzen, Ernten und Pflanzen, Baumpflanzen und Ernten oder Vollzugriff. Das ist euch vollkommen überlassen. Ja. Das war's zu Farm Together. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habt ihr noch eine ganz wichtige Aufgabe, oben rechts abzustimmen. Soll es ein Let's Play werden oder soll es eine einmalige Sache werden? Das entscheidet ihr jetzt oben rechts in 3, 2, 1. Ab geht er! Und ich freue mich, dass ihr dabei wart bei Farm Together. Ich freue mich auf das nächste Spiel mit euch, auf das nächste Was ist denn das? Bis dahin, euer Mike Befehlter. Haut rein. Ciao, ciao.